Ich muss es jetzt schaffen, hier im Sneaken wegzukommen, Leute. Komm schon. La 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 la. Hey, meine Cubies, willkommen zu einer neuen Folge von Ender Games Kids. Und zwar heute mit dem lieben Tank Kid, also mit dem Panzer Kid. Und ja, einige von euch werden sich so denken, that Kid ist doch mega schlecht. Denn das Kid hat einfach die Eigenschaft, jedes Mal, wenn ich sneake, bekomme ich bloß ein halbes Jahr Schaden, wenn ich angegriffen werde. Also egal, mit was ich angegriffen werde, auch wenn jetzt jemand mit dem Dia-Schwert Sharpness 5 ankommt und mich schlägt und ich sneake, bekomme ich trotzdem bloß ein halbes Jahr Schaden. Kann aber während ich sneake keinen Schaden zufügen. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen an. Wait, what? Oder irgend sowas in der Richtung halt. Auf jeden Fall nicht so prickelnd. Also wenn das Kit genauso wäre, wie es beschrieben ist, dann würde mir das nicht so geil gefallen. Aber man kann ironischerweise, wenn man sneakt, mit dem Bogen Schaden zufügen. Und deswegen ist dieses Kit, wenn man es richtig einsetzt, und ich werde euch zeigen, wenn man es richtig ansieht, einsetzt, richtig, richtig stark. Also es lässt sich ab und zu echt ganz gut spielen. Zudem hat man am Anfang den Vorteil, dass man nicht eben ganz kurz hier so einen Goldhelm und so einen Goldbrustpanzer bekommt. Und das ist natürlich ganz nice. So, ich mache ganz mal ein Dia-Schwert. Das heißt, wir sollten jetzt übrigens auch mal so gucken, dass wir einen Bogen bekommen, weil das wäre eigentlich so das Beste, was passieren könnte. Weil in dem Fall kann ich euch dann direkt zeigen, wie man das Kit am besten benutzen kann. Aber gucken wir mal, ob wir das bekommen. So, ich würde sagen, wir rennen direkt mal zum ersten hin. Also, der Vorteil beim Tank-Kit ist wirklich so am Anfang, man hat direkt so am Anfang den Equip-Vorteil. Also, das Equip hat nicht wirklich jeder am Anfang und dadurch können wir jetzt den ja locker easy töten. So, okay, mal gucken. Haben wir einen Bogen? Haben wir einen Bogen? Nee, leider nicht. Packen wir mal das dahin. So, Moment, sind die richtig? Meine Hotkiste? Ja, die sind richtig, okay. Und dann würde ich sagen, rennen wir direkt weiter drauf. Also, wir metzeln jetzt hier richtig los. Ich würde euch gerne zeigen, was das Kit kann, sobald ich einen Bogen finde. Ich würde auch gerne mal die Enderperle nehmen. Damit kann ich es auch ganz gut zeigen, weil mit der Enderperle, wenn ich die schmeiß, dann bekomme ich bloß ein halbes Jahr Schaden, seht ihr? So, zack. Wir sneaken so. Also, man kann, wenn man es richtig einsetzt, wirklich immer bloß ein halbes Jahr Schaden bekommen. Und das ist natürlich extrem praktisch. So, nice. Okay, nice. Der war Schinken, das war nochmal ein ganz knapper Kampf, aber wir haben trotzdem gewonnen. Der nächste ist ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt auch einen Goldapfel gefressen. Okay, ich nehme mir Pfeile. Ich gebe mir mal kurz einen Speedpot. Den packe ich die Pfeile mal kurz ins Inventar. Dann die Schuhe ziehe ich an. Den Schinken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter drauf, oder? Oder meine Cubies, dann geht's direkt weiter drauf. By the way, also das Video hier ist vorproduziert? Nein, das ist nicht vorproduziert, das kommt direkt am nächsten Tag. Aber die nächsten Videos sind dann vorproduziert sozusagen, Leute. Das heißt, okay, Moment. Ah, komm, du kannst werfen jetzt mit der Enderperle hinterher. Ich kriege ja bloß ein halbes jetzt durch die Enderperle Schaden. Dann nochmal hinterher. Und, wieso? Das ist doch jetzt nicht. Komm. Ah, Moment, da muss ich jetzt irgendwas. Okay, was mache ich jetzt? Okay, oh Gott sei Dank, ich bin gepolt worden. Ich brauche jetzt irgendwas. Ich habe einen Bogen. Nice, 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 nice. Und. Seht ihr schon, wir können jetzt durch die Falle trotzdem Schaden ausrichten und wir kommen eben, wenn uns wer anders trifft. Bloß ein halbes Jahr Schaden. Und das ist natürlich ganz sneaky, ne? Ganz nice. Weil, dadurch holen wir uns den jetzt. Der steckt aber echt viel ein. Locke ist ja auch so Tank, Alter. Der steckt aber echt viel, abnormal viel ein, ne? Warum steckt der so viel ein? Komm, jetzt mal. Ne, der war Känguru, der war eigentlich kein Kütter. Also, kein Plan. Vielleicht machen wir doch weniger Damage mit dem Bow. Oder vielleicht machen wir doch keinen Damage mit dem Bow. Es kann auch sein, dass sie es gefixt haben, ne? Das ist nicht mehr so nice. Ja, wir haben es auch richtig. Naja, komm. Oder ich kann mir da gerade nicht erklären, was da abgeht. Okay, da hinter mir ist es einer. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Und zwar bin ich jeden Moment. So, also, da wir gerade ein paar Fails hatten, ist gerade wer hinter uns, merke ich gerade. Deswegen drehen wir uns mal um. Zack. Und leider, ich probiere es nochmal aus, kann ich, wenn ich sneake, ja, komm, der soll mal herkommen, ey. Wir probieren es jetzt einfach mal live aus, Leute, komm, wir testen es hier. Learning by doing, komm her. Oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt noch Schaden machen kann. Okay, hinter uns ist einer. Fuck. Okay, ich jetzt. Okay, nice, 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 nice. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, Leute. Der portet sich da mal nicht weg. Der portet sich da nicht weg aus dem Geschehen. Das kann er schon mal vergessen. So, ich brauche Essen, ich brauche Essen, ich brauche Essen. So, ich weiß nicht, ob man jetzt eben noch Schaden machen kann, wenn man sneakt durch Pfeile. Früher konnte man es auf jeden Fall. Aber anscheinend haben die es gefixt, weil dieses Känguru vorhin hat ja wirklich richtig viel ausgehalten. So, okay, 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 der da hinten. Ich muss gucken, was der machen kann. Das Problem beim Tankkit ist jetzt eben, ich kann jetzt nicht so viel ausrichten, wenn ich keine Pfeile habe vor allem, weil dann bringt mir diese Fähigkeit eh fast nichts. Und ich weiß aber, ob es überhaupt noch funktioniert. Also wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist dieses Kit einfach mal mega scheiße geworden. So, den haben wir auch. Da ist ein Goldapfel, den hätte ich ganz gerne. Und den Brustpanzer, so. Die ziehen wir auch noch an die Hose. Und hier bessere Schuhe. Und den Brustpanzer. Nächstes ist ein bisschen weiter weg. Gut, dann konzentriere ich mich ganz kurz. Okay, der nächste immer noch ein bisschen weiter weg. Dann konzentriere ich mich ganz kurz mal drauf. Eine schöne Eisen. Hose zu machen. So. Okay, dann das hier da rein. Und dann gehen wir auf den nächsten Lauf. Also. Ich weiß eben nicht, ob es jetzt noch geht. Ich weiß nicht, ob diese Fähigkeit noch funktioniert, dass man eben sneaken kann und dadurch dann noch durch Bogenschießen Schaden machen kann. Oder ob es auch gefixt wurde, weil, wie man es vorhin mal mit dem einem Känguru gesehen hat. Das war schon stark verdächtig, weil das Känguru hatte keine Rüstung. Ich habe es sau oft getroffen. Und trotzdem ist es irgendwie nicht gestorben. Also irgendwie war das so ein Oberkänguru. Oder? Ja, wir testen es jetzt einfach aus, ne, Leute, würde ich mal sagen. Gucken, der Damage kriegt. Ja. Es sieht aber irgendwie fast nicht so aus, ne? Es wird der Damage kriegen. Irgendwie sieht es nicht so aus, ich weiß nicht. Weil ich habe dem auch schon stark. Das war der immer voll aufgezogen mit Pfeilen. Ich habe den auch stark reingehauen und der. Ich wollte gerne wissen, ob der halt Low Life war. Wie war denn das mit ihm? Du wurdest mit Pinksplit getauscht. Nee, 100 Pro. Also 100 Pro war wirklich, das klappt glaube ich nicht mehr. Weil jetzt ist hat der noch überlebt, dem ich so viel Pfeil abgegeben habe, gegen den einen, mit dem ich gerade getauscht wurde. Das heißt, ich denke mal, die haben es gefixt und deswegen ist meine Entscheidung zum Tanky, dass es einfach blöd ist. Also während Bogenkämpfen geht es immer noch ganz gut klar. Weil wenn ich dann sozusagen so immer so sneak, also sozusagen so sneake und dann beim Schießen nicht sneake, dann wieder sneake und so, dann kann man das sogar ganz gut machen. Und den kleinen Enderperle-Vorteil noch, aber im Großen und Ganzen ist das Kit dann trotzdem doch sehr, sehr genervt worden. Beziehungsweise halt so gemacht worden, wie es eigentlich gedacht war. Ziemlich schlecht. Meiner Meinung nach. Und jetzt, okay. Jetzt würde ich sagen, jetzt wenn man abdrückt, kurz sneaken, dass wir nicht so viel Damage bekommen. Dann esse ich ganz kurz einen Goldapfel. So. Jetzt hole ich mir gerade mal Pfeile und jetzt machen wir diesen Baukampf, wie ich ihn gerade gesagt habe. Also praktisch eben hier erstmal ein paar Pfeile aufsammeln. So. Okay, jetzt sind wir gepolt worden da hinten. Ist dafür jetzt einer. Der steht. Oder ist es der im Wald drin steht? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, das ist der im Wald drin steht. Der ist da, ne? Nee. Okay. Ich muss es jetzt schaffen, hier im Sneaken wegzukommen, Leute. Komm schon. La, 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 la. Also, das ist jetzt ganz cool. Weil jetzt kann das Ding uns nichts anhaben, ne? Jetzt können wir nämlich so. Jetzt kann dieses Ding-Kit uns sehr, sehr wenig anhaben, das Ungeheuer-Kit dadurch. Zack, ja. Okay, nice. Ja, nice. Puh, ich hab's gewonnen. Okay. Das haben wir so mal gesehen, Leute. Das Ungeheuer-Kit ist mega gut gegen Ungeheuer. Das Tank-Kit ist mega gut gegen Ungeheuer. Ja, nice, Leute. Also, GG. Das haben wir so mal gesehen. Also, das Kit hat doch eine Eigenschaft, und zwar Ungeheuer unnütz zu machen, weil man da, wenn man einen Bogen hat, sozusagen diese Taktik machen kann, jedes Mal, wenn man getroffen wird, also sneakt man, danach sneakt man nicht mehr, schießt seinen eigenen Pfeil und sneakt wieder. Da kann man immer nur ein halbes Jahr Schaden bekommen und dem Gegner trotzdem Schaden austeilen. Also, im Bogenkampf kann man was ganz Gutes mit dem Kit reißen, aber im Schwertkampf ist das Kit komplett nutzlos, also weil da bringt dann bloß der Equip-Vorteil am Anfang was. Und ja, meine
also Kritik zu dem Kit, naja, nicht, ich würde es jetzt nicht, also empfehlen, weiterempfehlen, ab und zu ganz gute Abwechslung, aber ist nicht das Beste, es gibt bessere auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Morgen, nee, Quatsch, nicht morgen, im nächsten Video geht's dann weiter mit dem Magier-Kit und mal gucken, wie das so wird. Ich denke mal, das wird auch ganz chillig und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao, meine lieben Kirbys.